wir leben heutzutage in Zeiten, wo an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Haltung gefragt ist und wo wir den Neutralitätsbegriff nicht ad absurdum führen dürfen. Güzin Tekkal, wenn wir nachher in diesem Video Ihren Namen einblenden, was sollten wir drunter schreiben? Journalistin, Aktivistin, vielleicht sogar Politikerin? Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin. Wie können Sie das alles voneinander trennen? Trennen Sie das überhaupt voneinander? Also es lässt sich eigentlich schwer trennen, weil es ein fließender Übergang war. Ich bin 2014 in den Irak als Journalistin und über Nacht zur Kriegsberichterstatterin geworden und eigentlich als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Und insofern haben sich dann sozusagen diese drei Bezeichnungen entwickelt, ergeben. Und ich merke schon, dass ich manchmal auch meine Umwelt damit herausfordere, um nicht zu sagen überfordere. Aber das ist genau das, was ich tue. Ich kann das aus persönlicher Sicht gut verstehen, finde es aber aus journalistischer Sicht auch ein bisschen schwierig, diese persönliche Betroffenheit da auch immer rauszulassen. Erklären Sie es mir mal ganz praktisch, wie trennen Sie das so im Kopf auch wirklich voneinander, das journalistische und auch die persönliche Geschichte? Persönliche Betroffenheit ist ja immer so negativ besetzt und gerade hier in Deutschland ist es ja auch ganz wichtig, diese journalistische Neutralität, in Anführungsstrichen, was auch immer das sein soll, zu wahren. Und ich sage mal, bei mir war es ganz konkret so, es ging um einen Völkermord an meiner eigenen Religionsgemeinschaft. Und da bin ich ganz ehrlich, da konnte ich nicht mehr neutral sein. Und ich bin dorthin, um einen Dokumentarfilm zu drehen und habe dann auch natürlich überlegt, wie gehst du jetzt damit um? Was machst du da jetzt? Und habe eigentlich dann mitten in dem Dokumentarfilm den Drehprozess offengelegt und in die Kamera gesprochen und gesagt, liebe Leute, ich kann nicht mehr neutral sein, denn ich bin einfach auch betroffen. Aber was ich machen kann, ist, dass ich euch dabei mitnehme, sozusagen durch meine Brille, durch meine Augen als Anhängerin dieser Religionsgemeinschaft, die gerade ausgelöscht werden soll, aber parallel eben auch meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. 70 Jahre nach dem Holocaust soll wieder eine Religionsgemeinschaft ausgelöscht werden. Auch ich bin Angehörige dieser Religionsgemeinschaft. Sie sind häufiger auch für Ihre Organisation Hawar im Irak unterwegs. Genau. Erklären Sie mir das mal, wie kann man dort arbeiten? Thema Pressefreiheit natürlich. Ist das da überhaupt gewährleistet, wenn Sie da vor Ort sind? Ja, das Thema Pressefreiheit, das schwingt mit. Also dieses Damoklesschwert ist da und erreicht uns ja mittlerweile bis nach Europa. Als Journalist lebt man gefährlich. Und als sogenannte Wächter der Demokratie gibt es ja im Grunde genommen auch eine Verantwortung, auch von seitens der Politik. Und alles andere ist eigentlich ein Offenbarungseid. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieser Tage posthum eine Laudatio sprechen müssen, so wie ich das jetzt machen muss, auf zwei Journalisten, die gestorben sind, dann sind das sehr gemischte Gefühle. Und um es nochmal zu konkretisieren, auch in meinem Fall ist es so, dass das Damoklesschwert eigentlich immer mitschwingt. Als ich 2014 das erste Mal dort war und selber auch mit eigenen Augen IS-Kämpfer gesehen habe, auf den Panzern mit den schwarzen Fahnen, da habe ich festgestellt, dass desto näher man sozusagen auch dem Gegenstand der Berichterstattung kommt, desto weniger Angst ist eigentlich da. Aber nichtsdestotrotz war sozusagen auch für mich ein ganz wichtiger Faktor meiner Arbeit, also auch meiner journalistischen Tätigkeit schon in Deutschland, dass Angst für mich keine Option sein kann und dass eigentlich für mich als Journalistin der Weg da ist, wo die Angst ist und dass mein ganzes Handeln und Tun in allen Bereichen eigentlich auch ein Handeln ist gegen die Angst und Angstmacher. Abschließend, was können wir deutschen Journalisten tun, um den Kolleginnen und Kollegen dort in der Region den Rücken zu stärken? Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Journalistenkollegen, also insbesondere aus Deutschland. Nichts von dem, was wir tun, hat Sinn, wenn es nicht verbreitet wird. Und da konnte ich mich eigentlich immer verlassen auf die Kollegen, die dann eben auch gesagt haben, es ist mutig, dass du das machst, es ist wichtig, dass du das machst und wir müssen darüber berichten. Das ist auch unsere Pflicht und darum geht es letztlich auch, um eine mutige Gesellschaft. Also es geht nicht um die Einzelnen, die sich vorwagen und irgendwo hintrauen, sondern es geht darum, dass wir alle ein bisschen mehr in die Offensive gehen.